Tja, Freunde, willkommen zurück. Neuer Tag, neues Glück. Ich hoffe, ihr seid alle in Form und ich habe was mitgebracht. Champions League Pakete. Pakete, Pakete, Pakete. Und wir machen mal eins auf. Na, wir machen eigentlich drei auf, aber wir fangen mit dem ersten an. So, einmal drehen und wenden. Wer ist denn hier die Nummer 1? Gaetan von Benfica ist der Erste, hat 74 Verteidigung, hat 82 im Sturm, 80 als Spielmacher und 236 Gesamtstärke. Nächste Kumpel ist Arteta von Arsenal. Mittelfeldspieler hat 68 Verteidigung, 78 im Sturm, 79 als Spielmacher und 225 Gesamt. Ein Starspieler, Arturo Vidal als Starspieler haben wir. Mittelfeldkollege von Juventus hat 72 in der Verteidigung, 82 Angriff, 80 als Spielmacher und 235 Gesamt. Huch, fällt er mir schon runter. Bolanos haben wir noch von Kopenhagen. Mittelfeldspieler, 66 Verteidigung, 74 Sturm, 76 Spielmacher, 216 Gesamt. Oh, Modric, den haben wir auch schon. 74 Verteidigung, 78 Sturm, 86 als Spielmacher und 238 Gesamt. Und der letzte Kollege ist Mandanda von Olympique Marseille. 78 Verteidigung, 41 im Sturm, 62 Spielmacher, 181 nur Gesamtstärke. So, next pack, next pack. So, kurz sortiert und umgedreht und geguckt. Wesley Sneijder haben wir von Galatasaray, hat 70 in der Verteidigung, 76 im Angriff, 87 als Spielmacher und insgesamt 233. Der nächste. Oh, der Vorname ist einfacher als der Nachname. Bram Nuitnik. Nuitink oder wie auch immer. Anderlecht. 74 in der Verteidigung, 57 im Sturm, 65 als Spielmacher und 196 Gesamt. Und dafür habe ich einen abgebrochen. Oh, was ist das denn hier, cooler Kollege? Goalstopper Roman Weidenfeller haben wir gezogen. 90 Verteidigung. 55 als Stürmer, 77 Spielmacher, 222 Gesamt. Und der deckt ja wirklich alles ab, wenn man das mal hier sieht im Torwartbereich. Der deckt ja fast jedes Feld ab. Hammer. Wayne Rooney, habe ich auch schon jetzt 85 Mal, glaube ich. Hat auch 85 Angriff, 70 Verteidigung, 83 Spielmacher, 238 Gesamtstärke. Dann haben wir Joe Campbell. Von Olympiakos hat 66 Verteidigung, 78 im Angriff. Dann hat er 72 Spielmacher und 216 Gesamt. Dann haben wir Pastore von PSG. Ein Mittelfeldkollege. Hat 70 Verteidigung, 78 im Angriff, 78 Spielmacher, 226 als Gesamtstärke. Das war auch schon das Päckchen. Naja, Gamechanger Weidenfeller war natürlich mal nicht ganz schlecht. So, next. So, umgedreht, weggedreht, zur Seite geguckt und passend dazu haben wir Roman Weidenfeller normal gezogen. 84 Verteidigung, 50 im Angriff, 72 Spielmacher und 206 Gesamt. Jetzt können wir nochmal hier astrein vergleichen. Da seht ihr auch schon hier an der Torgeschichte, der Goalstopper hat deutlich mehr Felder besetzt. So, gucken wir mal hier der direkte Vergleich. 90 zu 84, 55 zu 50. 77 zu 72, naja, Gesamtstärke unterscheidet sich auch nochmal deutlich. Okay, wollen wir das auch mal verglichen. Dann haben wir hier als nächstes Santi Cazorla, 77 Verteidigung, 81 Angriff, 82 Spielmacher, 233 Gesamt. Ein Rising Star, Phil Jones haben wir, 82 Verteidiger, 64 Angriff, 77 als Spielmacher und 223 Gesamt. Dann haben wir noch Bong von Olympiakos. 75 Verteidigung, 64 im Angriff, 71 Spielmacher und 210 Gesamt. Das war der Bong. Jetzt kommt Van der Wiel von PSG. 76 Verteidigung, 75 im Angriff, hat 79 als Spielmacher und 230 Gesamtstärke. Und er ist der letzte im Bunde, das ist Melberg von Kopenhagen. Er hat 76 in der Verteidigung
hat 56 Sturm, 65 Spielmacher und 197 Gesamt. Ja, mit diesen drei Packs haben wir eigentlich nur zwei gute Kollegen. Und das waren hier Turo und Weidenfeller. Und ganz klar, Nummer 1 ist der Weidenfeller. Und mit dem möchte ich mich auch verabschieden, Freunde. Und ich sage Tschüss und bis bald. Macht's gut.